Herzlich willkommen bei den Weilerbach News und hier im Saal Kaiser in Mackenbach. Mein Name ist Daniel Schäffner, ich bin der neu gewählte Ortsbürgermeister des Musikantendorfes Mackenbach. Unsere Geschichte pflegen wir auch im Westpfälzer Musikantenmuseum, in das ich Sie recht herzlich einlade. Ebenso in den Saal Kaiser, die gute Stube unserer Ortsgemeinde Mackenbach. Seit der Erbauung 1928 hat dieses altehrwürdige Anwesen schon viel erlebt. Hier fanden legendäre Faschingsveranstaltungen und Kerven statt. 1939 waren hier die Arbeiter für den Westwall untergebracht und nach dem Krieg in den 1950er Jahren fanden hier sogar Kinoveranstaltungen statt. Bis heute hat der Saal Kaiser nichts von seinem Charme verloren. Er ist der Mittelpunkt des Mackenbacher Kulturprogramms. Schauen Sie doch mal, ob etwas für Sie dabei ist und kommen Sie gerne zu uns. Ein Besuch lohnt sich immer. Ich möchte Sie auch recht herzlich zu den vielen kulturellen Veranstaltungen, die im November in der Verbandsgemeinde Weilerbach stattfinden, einladen. Zum Beispiel am 2. und 3.11. präsentieren sich die Gitarrenschüler von Leon Kapper hier im Saal Kaiser. Am Sonntag, den 3.11., findet im Maximilian-Kolbe-Haus in Reichenbach-Stegen das Kinderkonzert des Musikvereins Reichenbach statt. Am Donnerstag, dem 7.11., gastiert der Ural-Kosakenchor zum Konzert in der protestantischen Kirche in Weilerbach. Weiter geht es für Freunde der klassischen Musik mit einem Konzert des Sinfonischen Blasorchesters des Landkreises Kaiserslautern am Samstag, dem 9.11. im Bürgerhaus Eulenbiss. Am selben Abend findet für alle, die es etwas rockiger mögen, die Jubiläumsrocknacht im Maximilian-Kolbe-Haus in Reichenbach-Stegen statt. Und auch am 9.11. gastiert das Duo Spitz und Stumpf, das Pfälzer Kabarett anbietet mit seinem Programm Soko Baurekop im Sängerheim Erzenhausen. Gesanglich geht es weiter mit einem Singabend des Männergesangsvereins Reichenbach am Samstag, dem 23.11. im Maximilian-Kolbe-Haus Reichenbach. Und am Mittwoch, dem 27.11. ist im Bürgerhaus Rodenbach die internationale Guitar Night. Auch kulinarisch hat der November in der Verbandsgemeinde Weilerbach so einiges zu bieten. Zum Beispiel sind Sie am Samstag, den 9. November, im Vereinsheim Fockenberg-Limbach recht herzlich zum Schlachtfest beim Gesangverein Fockenberg-Limbach eingeladen. Am Samstag darauf sind Sie herzlich zur Weinprobe beim VfB Reichenbach dort im Sportheim eingeladen. Am Samstag, den 23.11., lädt wiederum der VfB Reichenbach zu seinem Glühweinfest an die Grillhütte am Sportheim ein. Im Monat November gedenken wir auch unserer Verstorbenen. So laden alle Ortsgemeinden am Volkstrauertag zu örtlichen Gedenkveranstaltungen ein. Der Volkstrauertag ist in diesem Jahr am Sonntag, den 17.11. Zum Abschluss ist es mir als Ortsbürgermeister von Mackenbach eine ganz besondere Freude, auf den Termin unseres 100-jährigen Vereinsjubiläums des Sportvereins Mackenbach hinweisen zu dürfen. Die historische Weihnachtsfeier mit Festkommers findet am Samstag, den 23.11. hier in der guten Stube von Mackenbach, dem Saal Kaiser, statt. Die Bevölkerung und alle Freundinnen und Freunde unseres Sportvereines sind dazu recht herzlich eingeladen. Die nächste Ausgabe im Dezember befasst sich naturgemäß mit Weihnachten und den vielen davor stattfindenden Weihnachtsmärkten. Viel Spaß, bis dahin, euer Daniel.